Hey Leute, was geht? Kani bei Spielmerz und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Sims-Video, zu einem neuen Sims-Let's-Build-Video und heute mal was ganz Besonderes. Es gibt ja momentan auf YouTube ganz viele Videos, wo Minecraft-Objekte nachgebaut werden als Haus. Ich hatte das zum Beispiel bei dem coolen Logo gesehen, der das richtig cool drauf hat bei Minecraft und wir wollen heute mal eine Sims-Edition draus machen. Wir möchten heute eine Minecraft-Truhe, genau die hier, möchten wir mal bei Sims nachbauen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Dafür brauchen wir jetzt selbstverständlich erstmal ein paar Wände. So, wir wollen es ja irgendwie viereckig haben. Deswegen machen wir es vielleicht mal so. Okay, und wenn wir das dann hier auswählen, schön eine hohe Wand und oben, das dann soll dann... Das wird dann hier so. So, okay. Dann brauchen wir hier einmal die Umrandung. Das machen wir am besten hiermit. Wir brauchen jetzt eigentlich so einfache dunkle Töne, ne? Und das soll ja eigentlich relativ braun irgendwie werden. Oder schon eigentlich... Warte. Haben wir kein Schwarz irgendwie oder so? Ich glaube, wir machen das hiermit. Also gleich brauchen wir auf jeden Fall diese Farbe hier. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich was ein bisschen dunkleres. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Ich bin gerade am Überlegen. Oder sollen wir schon hier oben was drauf machen? Ne, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und unten kommt dann so eine Tür hin auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall von hier bis hier. Das ist jetzt nicht ganz viereckig, aber es passt in etwa. Okay, so, das hätten wir hier einmal. Wir testen mal gerade Folgendes. Was denn, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sowas nehmen? Ich finde, die Abstufung ist nicht... Ja doch, komm, machen wir so. Ist okay. Was machen wir hier? Was machen wir da? Da, da. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier am besten noch was drauf. Irgendwie hier drauf. Genau, das kommt direkt da drauf. Das ist so niedrig, wie es geht. Okay, da benutzen wir jetzt die gleichen Farben, Leute. Ich hoffe, ja, das sieht doch gut aus. Nee, einmal bitte rückgängig. Ja. Also hier natürlich bei Sims geht sowas deutlich schneller als bei Minecraft, weil hier können wir die Wände und sowas ja alles viel schneller hochziehen. Dann haben wir hier so ein bisschen was. Da, da, da. Da und da. Hier haben wir auch noch was. Dann haben wir hier so. Und wenn wir jetzt hier Bild drauf gehen, können wir hier eigentlich. Ne, das lassen wir mal so. Okay, alles klar. Dann brauchen wir eigentlich hier noch so ein bisschen was. Kriegen wir das hier irgendwie auch hin? Hier mit so einem Fundament vielleicht. Ne, wir lassen es erstmal so. Jetzt brauchen wir hier eigentlich noch so was Helles. Ne, sowas. So, aber wir machen das jetzt wie vorne. Ah, kriegen wir das? Ah. So, und das machen wir dann vielleicht wie folgt. Da kommt dann ja so eine graue Farbe hin eigentlich. Ne, das ist mir, das muss viel heller sein. So eigentlich. So, also es sieht schon mal vom Grundgerüst her eigentlich fast schon so auf. Was mich, wir bräuchten hier jetzt eigentlich noch... Kann man hier noch so ein Fundament irgendwie drunter legen oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
das kriegen wir. Ich hätte hier jetzt ganz gerne noch so einen Streifen, damit das so als Truhe auch irgendwie deutlich wird. Aber wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt hier zumindest eine Tür schon mal hinmachen. Vielleicht so eine hier. Und dann hier ein paar Fenster, ganz klassisch. Vielleicht machen wir das ein bisschen. Sollen wir da noch eine Tür reinmachen? Vielleicht so. Also ich weiß, es sieht nicht ganz wie so eine Minecraft-Truhe aus, aber es soll so ein bisschen so aussehen. Kriegen wir denn hier so ein... Ich möchte eigentlich... Ja, das passt eigentlich so. Ja, so ganz gefällt mir. Also sieht nicht ganz nach der Minecraft-Truhe aus, aber so ein bisschen. Also wir hätten hier das auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen anders. Ah, warte. Wobei, wenn wir das hier so haben. So eine Außenleiste. Die dann hier irgendwie. Vielleicht so? Gibt es die nicht noch ein bisschen dicker irgendwie? Ja. Das sieht doch schon viel besser aus. Also das sieht doch schon viel mehr nach der Kiste aus. Oder was meint ihr, Leute? Sieht das nach einer Minecraft-Kiste aus? Leben in einem Minecraft-Haus? Ich weiß ja nicht. Wir schauen uns nochmal die Minecraft-Truhe an. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Also von den Farben her, wir könnten ja sonst nochmal von den Farben her ein bisschen probieren. Das können wir eigentlich nochmal machen. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Sowas geht aber nicht, nein. Sowas hier? Nein, das passt auch nicht. Sowas vielleicht eher? Naja, wartet mal. Folgendes. Naja, ich weiß nicht. Ganz passt das vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht. Mensch, ich bin so unentschlossen, was die Farben angeht. Also wir haben noch nicht die Farbe gefunden. Die wir eigentlich so benötigen. Aber das ist es irgendwie auch nicht. Die Farbe ist auch nicht die richtige irgendwie. Tapete. Kriegen wir das mit einer Tapete hin irgendwie? Schwierig, 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 Leute. Vielleicht sowas hier eher... Ich glaube, die Fenster dazu mache ich mal weg. Scheiße, nicht. Ich glaube, ich bleibe doch bei dieser Farbe hier, aber die Fenster kommen auf jeden Fall weg. Okay, Leute, wir haben es versucht. Wollt ihr noch, dass wir das innen ausbauen? So, das Außengerüst hier einer Minecraft-Truhe ist ja sehr, sehr, ja, nicht ganz speziell, aber es geht. Wir haben eine kleine Tür eingebaut. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wartet mal kurz. Können wir hier eigentlich hier um... Nee, Decke soll bleiben. Können wir da oben eigentlich noch was drauf machen?
Wartet mal, wir können auch was Folgendes versuchen. Eine Sache. Ah ne, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das ist eine Platte. Ah, so. Wir lassen das jetzt erstmal so, Leute. Was sagt ihr hier zur Minecraft-Truhe? Also so ganz ist sie mir noch nicht, glaube ich, gelungen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Leben in einer Minecraft-Truhe. Ich weiß ja nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare, was ihr gefällt. Gerne einen Daumen nach oben, was ihr gar nicht gefällt. Daumen nach unten, gar kein Problem. Und schreibt mal ganz wichtig rein, ob wir hier innen noch alles ausbauen sollen. Na, dann machen wir das auch noch gerne. Und vielleicht habt ihr noch Ideen für weitere. Aber ich glaube, meine Minecraft-Truhe, die ist nicht so perfekt geworden. Aber der Versuch war es wert. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kahn. Ciao!